Leute. Ey. Und hiermit auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar hier wieder mit Amelie. Ja, mir. Yay. Yeah. Und ich befinde mich heute immer noch mit ihr in Quarantäne, denn ich habe ja im letzten Video gesagt, dass Amelie mal rüberkommen wird oder ich sie halt in den nächsten Tagen treffen werde. Die echten Leute wissen es, weil die echten Leute, die aufgepasst haben, wissen, dass ich das wirklich gesagt habe. Weil ich habe ja da einen Text geschrieben und nicht jeder passt dann auf den Text auf. Aber die Premiere ist so gut gelaufen. Ich danke euch nochmal, dass die Premiere so gut gelaufen ist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es euch auch wirklich gefallen hat. Ich war mir sehr unsicher, aber danke. Und das, was ich noch sagen wollte, ist, was wollte ich denn nochmal sagen? Ach so, das war gar nicht mein Intro wirklich. Ja, genau. Und ich befinde mich hier mit Amelie und wir zeigen euch unsere Quarantäne-Routine. Also nicht Routine, sondern unsere zu zweit Quarantäne-Routine. Ja, also wir zeigen euch unseren Tag gemeinsam, weil sie ist ja jetzt, also wir zeigen euch einfach den Tag gemeinsam, da wir ja beide sozusagen in Quarantäne uns halt treffen. Und das beginnt halt alles vom Morgen bis zum Abend. Und ja, das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Eigentlich sollte man das ja nicht machen. Was? Während der Quarantäne treffen und übernachten und weiß nicht, was machen. Ja, aber wir treffen uns während Quarantäne. Also wir raten es euch in Real Life nicht, aber es ist Bloxburg, okay? Da darf man das. Ja, genau. Und wir übernachten nicht. Wir treffen uns ja nur ganz lange. Okay. Ja, okay, gut. Ja, und bevor das Video beginnt, werden natürlich ein paar Leute von mir gegrüßt. Und zwar hier, danke für jeden einzelnen Support von euch. Und danke nochmal, wie gesagt, dass ihr jedes Mal in mein Game kommt oder halt auch euch die Mühe gibt, einen Kommentar zu schreiben. Und hier sind halt wieder mal ein paar Leute eingeblendet. Und hier ist auch wieder ausgeblendet. Und jetzt geht's, glaube ich, auch los mit dem Video. Hey Leute, und ihr denkt euch jetzt auch wahrscheinlich, was habe ich heute mal wieder Besonderes vor? Ja, ich filme das mit, weil heute ist wieder ein Quarantänetag und ich habe ja letztens eine Quarantäneroutine hochgeladen. Und da wisst ihr schon, ich war sehr gelangweilt ohne Ro. Und Ro ist immer noch in Amerika, aber diesmal habe ich kein Foto mehr. Aber dafür kommt ein Gast zu uns und zwar für den ganzen Tag. Wir übernachten nicht, wir halten uns noch an die Regeln. Und zwar ist es Amelie. Sie sollte eigentlich jederzeit da sein. Also, da ist sie ja auch schon. Hallo. Hi. Mein Gott, es ist so cool, dich wiederzusehen. Also, ich muss sagen, wir haben uns jetzt echt lange nicht mehr gesehen. Und es ist toll, dass du mal wieder Zeit hast. Ja, ich finde das auch richtig cool. Dennoch finde ich es auch ein bisschen schade, dass wir nicht übernachten können wegen so Corona. Und 1 Liter Mindestabstand, also. Ja, ich gehe da lieber ganz weg hier. Es ist noch voll früh morgen. Um wie viel Uhr bist du denn bitte aufgewacht? Um 5. Ich musste noch ziemlich viel vorbereiten. Ich musste mich mental darauf vorbereiten, herzukommen. Also ich weiß nicht, was wir heute alles machen werden. Mein Haus ist ja, wie sagt man, groß. Und wir haben hier auch bestimmt irgendwelche Aktivitäten. Mir ist gerade aber aufgefallen, mein Wohnzimmer ist nicht mal fertig so. Oh. Das ist mir gerade so eingefallen, weil hier sollten noch Bücher rein, da sollte noch ein Foto von meinen Freunden und dir. Also, wir können sogar heute ein Foto schießen gehen, um das so hier aufzuhängen. Oh. Ja, das klingt gut. Aber eine Frage, ich habe ein bisschen Hunger. Ich hatte kein Frühstück. Ach so, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Genau, das wollte ich jetzt auch anbieten. Ja, dann frühstücken wir mal. Ja. Ja, okay. Ich mache Kaffee für uns beide, okay? Ich bin ein bisschen... Ja, ich nehme dann gerne einen Kaffee. Was willst du denn haben? Ich kann Pancakes machen oder ich kann... Ja, Pancakes. Jeder liebt Pancakes heutzutage, kann das sein. Ich habe deinen Kaffee auf den Tisch gestellt, falls du trinken willst. Du hast sogar hier alles richtig gut eingerichtet. So richtig perfekt platziert auch noch. Ja, guck, dieser Kaffee, der ist überhaupt nicht... Der ist perfekt. Richtig nice. Ist perfekt platziert, also. Bist du laktoseintolerant? Eventuell. Warum?
Oh Gott. Ist ein Kaffee ohne Milch für mich. Ach so. Also. Versteckt Milch Warum? hier schnell. Also Was? wenn ich Milch trinke, muss ich manchmal reagiere ich manchmal ein bisschen über. Und Ist es ja. eigentlich okay, wenn in meinem Pancake Milch drin ist? Eigentlich nicht, aber da ich sowieso so großen Hunger habe, ist es mir eigentlich egal. Ich kann dir gern noch was anderes anbieten, ist nicht schlimm. Ja, okay, sonst muss ich die Toilette für eine gewisse Zeit blockieren. Also, da du eh Ich mache das. laktoseintolerant bist, kann ich dir Müsli machen. Naja, da ist im Prinzip auch Milch drin. Mit Milch. Ich mach mir das schon selber. Ah, Ich glaube, ich ich weiß, kann was mir ich dir schon. machen kann. Okay. Also, da du eh laktoseintolerant bist, kann ich dir PB&J machen oder ich kann Avocado-Toast machen. Was meinst du? Ja. Aber Avocado-Toast. Ja. Oder warte, ich kann dir auch richtig geile Sachen Blockstart. Oh. Okay. Aber wie wäre es, wenn wir einfach nur einen Apfel gibt? Ich glaube, das sollte auch einfach reichen. Sicher. Kann ich dir aber trotzdem Obwohl, nein. was? Mach mir irgendwas Leckeres. Ja, yes, okay, ich habe da schon eine gute Sache. Ja, Hände waschen auf jeden Fall, Alter. Du bist gerade Ja, von ich meine, hallo, draußen reingekommen. Corona-Time. Ja. Da muss ich Okay, nur mal meine Hände ich waschen. mache hier einen Toast für dich. Danke. Ich weiß nicht, ob du Toast so gerne magst, aber ich mag Ja, den ja. Toast. Ja? Solange es kein Vollkorntoast ist. Okay, dann ist kein Vollkorntoast. Ich kenne das so. Warte, ist das da Butter? Was? Ist das da Butter auf dem Toast? Nice Käse. Ah, okay, gut. Ich Nein, dachte sorry, schon. es war ein bisschen aus wie Butter. Leute, sie hat Ich esse es Sorgfalt mal. dran. Ja, okay. Guten Appetit. Danke, es war sehr lecker. Dankeschön. Ich habe hier noch einiges zu essen. Oh, du isst es einfach aus. Richtig Ja, toll. ich weiß, da das da, guck, also, warte, wenn das auf dem Toast Käse war, dann ist das auf den Pancakes auch Käse. Ja. Oh, okay. Ist eine Kann neue verstehen. Kultur. Käse-Pancakes sind anscheinend der neueste Schrei, also. Die Bestie Let's Play-Fans, die wissen alle Bescheid. Also man isst Ja. immer Pancakes mit Käse. Hallo. So. Darf ich Fußball spielen? Mir ist langweilig. Ja, genau. Was das angeht, was dir langweilig ist. Wir könnten A grillen. Wir Oh. können Sport machen. Das wollte ich gerade sagen. A Oh, grillen okay. oder B Und Sport danach einen machen. Spartag. Boah, das ist ja schon anstrengend. Soll ich in diesem Outfit Sport machen? Ich weiß nicht. Ja, guck mal, ich mache immer, obwohl es immer eine Okay. schlechte Idee, in meinem Outfit Sport zu machen. Sollen wir uns umziehen? Ja, Okay, let's auf go. jeden Fall. Okay, dann ziehen wir uns jetzt um. Ja, also ich ziehe mich einfach in dem Zimmer um. Wo ist dein Kleiderschrank? Der ist in meinem Zimmer auch. Da steht einer. Da stehen sogar mehrere. Oh, ich habe einen gefunden. Okay. So. Warum hast du solche Sachen in deinem Kleiderschrank? Ja, ist mir sehr unangenehm. Nee, ich habe jetzt was gefunden. Perfekt für Sport, oder? Tatsächlich besser als meins. Aber das war das Billigste, was ich gefunden habe, was ansatzweise sportlich aussieht in deinem Kleid. Dein Kleiderschrank ist schon echt mies. Muss ich jetzt mal sagen. Kleiderschrank ist richtig gut, hallo? Es hat so viel zu Ja, bieten. wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte. Ja, wenn man schon genug Oh, Geld guck für sein mal. Haus ausgibt. Okay, let's go. Oh mein Gott, ich bin einfach mal viel besser als du. Ich kann es einfach durchziehen. Boah, jetzt fühlst du dich schon richtig sportlich. Boah. Oh, eine Frage noch dazu. Gehst du eigentlich nach dem Dinner oder machst du Dinner selbst zu Hause? Ich gehe nach, oder wie willst du es denn? Also, nach dem Abendessen, oder? Ja, aber wir haben ja Okay, noch komm. genug Zeit. Ja. Also, ich mache jetzt Komm, noch ein lass bisschen Sport und laufen. dann mache Ja, ich ich aber auch. wollte gerade auch laufen. Okay. Man sieht schon meine Motivation an meinem. Boah, Wieso ja, laufe ich also so meine komisch? Motivation erkennt man an meinem Gesicht auch total. Wieso laufe ich so merkwürdig?
Okay, ich laufe jetzt einfach mal eine Runde. Ist dir eigentlich aufgefallen, ich habe den neu besorgt. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass mein Laufrad, warte, was für ein Laufrad? Okay, du hast ein neues Laufrad. Geil. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass diese Laufbahn, wenn man die anschaltet und rennt, dass die nach oben erstmal gepusht wird? So, Ja. Das oha. ist ja auch eigentlich, das ist ja auch in echt so. Echt? Irgendwie. Wusste ich Ja. nicht. Hallo, ich achte nie da drauf. Hello. Nein, ich hab das in Mallorca die ganze Zeit gemacht. Im Fitnessstudio habe ich das Ding die ganze Zeit auf Berg gestellt. Echt? Ja. Oh. Weißt du, ich bin voll kriminell gewesen. Das ist, er da durfte man eigentlich erst ab 16 rein. Haha. Ich bin trotzdem rein. Ich bin richtig kriminell. Okay, guck mal, wie Okay. erschöpft ich bin. Ich kann gar nicht mehr laufen und ich trinke Ich schon. schlage, ich Ich tue würde mal einfach so, sagen, als ich wärst du dusche. das. Oder bade oder was auch immer. Weil ich muss auch Natürlich richtig mit Klamotten an. pinkeln, sonst. Sag mir einfach, wenn das Bad wieder frei ist. Ja. Oh, ich habe oh, hab vergessen, die Tür zu schließen. Naja, egal, ich habe sowieso meine Klamotten an. Ja. Du Okay. auch, also. Ich dusche noch mal eine Runde und dann geht's wieder Also, wenn wir ab. Essen gemacht haben, können wir irgendwie so eine Art kleineren Snack machen, damit wir Fernsehen schauen können? Ja, wir können Netflix gucken. Okay, dann, Okay. was soll's denn zu Abendessen geben? Och, ich weiß nicht. Oh, warte, ich überrasche dich, okay? Warte, okay, wenn du mich überraschst, aber ich will auch was kochen. Weißt du, was Geh ich. du schon mal in den Fernseher. Ich habe Warte. keine Ahnung. Wo schaut man Fernsehen? Oben oder unten? Oben? Nein, In nur diesem oben. Wohnzimmer? Warte, Oben? ja, Fruchtsalat kann ich machen, geil. Toll. Okay. Ich mach. Ich mache jetzt einfach mal Fruchtsalat dann. Boah, es wird schon schneller dunkel irgendwie. Sicher, Ich dass habe du Lust auf alleine nach Hotdogs. Hause gehst? Hotdogs sind vegan. Nein, warte. Soll ich dich nach Hause Egal. bringen? Dann später. Ja. Es wird schon schnell dunkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Zeit haben, Fernsehen zu schauen. Wieso? Ja, weil ich meine, guck mal, obwohl, wann, naja, solange es nicht nach 0 Uhr ist. Ja, also ich glaube, das da und dann noch zwei Süßigkeiten oder so. Ich guck mal, was wir haben. Ich kann, also erstmal, was ich liebe, ist Blockstart. Deshalb gibt es einmal zwei davon. Also du machst einfach das. Ich habe Hotdog. Hot Dogs gemacht. Nice. Ich mach dann Soll ich die, einmal. bring die mal nach oben? Ich mache dann einfach diesen Pop-Tart und fertig ist, weil Ja. viel zu anstrengend Ich habe noch jetzt was zu machen. Fernseher-Ding, habe ich Hot Dog gebracht. Okay, dann komme ich gleich. So. Oh, mein Wohnzimmer ist halt generell Fernsehen nicht so an. hübsch. Ich schaue so lange Nachrichten. Was soll ich denn für ein Getränk bringen? Wasser reicht doch, also für mich reicht Wasser. Ich weiß Getränke, nicht, Wasser. willst du noch irgendetwas? Ich brauche nichts. Ich bin. Okay, dann nehme ich ein Wasser Auch für der dich. Tag war anstrengend und ging schneller rum als gedacht. Ja, ne? Das hat mich richtig überrascht. Ich dachte, das wäre richtig so chillig und so. Oh, Popcorn. Ich Also habe. tatsächlich haben wir die meiste Zeit Sport gemacht oder beziehungsweise, Wir naja, zogen, wir haben uns deinen richtig. Kleiderschrank durchwühlt. Wir haben Oh, zum das war Glück ge. Popcorn. Ja, ich habe zweimal Popcorn. Und zweimal Pop-Tart. Aber wir essen erst oben, glaube ich. Okay, let's go. Ja. Warte, wenn wir. Oh, aber heute wollten wir doch noch grillen. Keine Ahnung, vielleicht können wir uns noch an einem anderen Tag Ja, treffen. ich bin voll und kaputt und ich freue mich, wenn ich endlich wieder zu Hause bin. Oha. Oh, dieser Kanal ist so schrecklich. Ey, Kochsendung. Oh, nice. Ja, ich liebe es, die Kochsendung zu gucken, generell. Aber du brauchst die ein bisschen eher. Ich liebe Kochen auch, also Ja, aber du irgendwie. bist halt schlecht. Ja, ich weiß, ich kann nicht kochen, aber ich kann trotzdem Kochsendungen anschauen. Ja, das kannst du dadurch, kannst du dann hoffentlich lernen. Du hast voll das sportliche Outfit an. Hallo? Boah, das war ganz schön laut. Ja.
Ich schalte mal doch den Kanal um. Viel besser. Ich weiß nicht, ob es doch so eine gute Idee ist, sowas zu gucken. Ja, die könnten ja verblödet werden. Oh, dein Hotdog. Hä? Hast du vegane Wurst benutzt? Ja, ich habe gerne Hotdog gemacht, weil, habe ich doch gesagt. Oh, die Hast habe du ich aber extra in den mir. Kühlschrank getan, weil ich die nicht mag. Du hättest die anderen daneben nehmen sollen. Ich hab sie aber selbst gemacht. Ja, die schmecken tatsächlich gut. Ja. Aber Angst. ich habe ein großes Sind vegan. Kein Problem. Tier Boah, musste dafür leiden. Frucht. Ja, und Fruchtsalat auch nicht. Ja. Also das Fruchtsalat. Einzige, was ich gerade mache, ist Essen. Ich habe, Das glaube ich, vier Einzige, was Hotdogs wir gegessen. heute eigentlich hauptsächlich gemacht haben, ist Essen, wirklich. Also wir haben Essen ein. und Kleiderschrank. Ja, Essen und Kleiderschrank. So, Sport hat so 3 Minuten gedauert und direkt, oh Gott, ich bin schon ganz fertig hier. Sollen wir noch ganz Okay, ich kurz in mach den mal. Wintergarten oder nicht? Ja, wir können noch ein bisschen Ich unter zieh den mal Sternen eine Jacke an, mir ist kalt irgendwie. Warte, ich gehe mal in mein Zimmer ganz kurz. Wo habe ich sein. denn meine Jacke aufgehängt eigentlich? Die müsste irgendwo sein. Ich habe keine Jacke gesehen. Hier draußen Hier. ist. Ich habe mich Oh jetzt je. generell wieder umgezogen, weil es Mein war. veganes Hotdog gegessen. Ich habe In eine einem Jacke Monster. und mein Outfit an. Das sind 2 Schichten von Jacken. Also hier draußen lag ein bisschen Essen und ich esse einfach alles, was hier rumliegt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ach so, ist das nicht vergammelt? Also ich will nicht sagen, aber das liegt da Egal. schon seit. Bisschen Wassermelonen, ein Hotdog und ein Eis. Oh, so eine schöne Sicht. Ah, da, ich sehe schon dein Haus. Seht ihr, Leute? Wir sind schon praktisch Ja, Nachbarn. also ich muss den. Weißt du was, ich glaube. Fährst du mich? Ich Ich glaube, es fahre ist dich jetzt dann Zeit doch zu gehen. jetzt. Also, es war eine schöne Zeit hier. Und komm auf jeden Warte, Fall ich esse nochmal noch die vorbei. Wassermelone auf. Okay, komm, jetzt können wir gehen. Okay. Danke, dass du heute mit deinen Tag für mich verschwendet hast. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Komm auf jeden Fall öfter noch Danke. vorbei. Das war richtig cool heute. No joke. Okay, also danke, dass ich dich bringen durfte. Und das war richtig spaßig heute mit dir. Und ich hoffe, dass du auch öfter vorbeikommst. Und Kann ganz ich ehrlich, gerne machen. kennst du das, wenn einfach Leute so sich so richtig so treffen und du so richtig viel Zeit mit denen verbracht hast und das so richtig funny und so war? Und dann gehen die und auf einmal ist eine ganz Alles andere tot. Welt. Ja, Ja, ich habe das jetzt alles wahrscheinlich, wenn so ich nach Hause langweilig. gehe. Ich habe niemanden mehr zum Reden. Alles ganz schlimm. Ja. Aber immerhin, Ganz. Leute, ich wollte fragen, hat euch das Video eigentlich gefallen? Denn wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben und abonniert bitte kostenlos diesen Kanal. Ich habe letztens analysiert und es haben so viele Leute diesen Kanal einfach nicht abonniert, obwohl die ganze Zeit unsere Videos gucken. Ihr seid so der Hauptteil der Viewer von uns, ja? Ihr guckt unsere Videos noch öfter als unsere Abonnenten und dennoch seid ihr nicht abonniert. Also bitte abonniert diesen Kanal. Und schaltet die Glocke dann auch bitte an und gebt diesem Video einen fetten Daumen nach oben, falls ihr noch weitere Videos der Art Mach sehen ich auch. wollt. Und ja, bye! Ich gebe dir auf jeden Fall ganz viele fette Daumen nach oben. Dankeschön. Dann sehen wir uns dann, Leute. Bye! Bye.